da einen Händler? Muss ich da Händler geben? Händler sind super. Händler sind unsere Freunde. Bleibt dem Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Netter Rat. Ihr seid hier, aber sucht ihr in Lao da? Sucht ihr jemanden bestimmt oder habt ihr euch verirrt? Erzähl mal was über das Kaff. Das ist nur ein kleines Fischerdorf an der Bitterküste. Ein primitiver Pfad entlang des Odas verbindet Laoda über die nordöstlichen Hügel mit der Stadt Balmora. Ihr könnt ein Schiff nach Gnamok oder Emerz nehmen. Andernfalls ist es in den Süden nach Sedanin ein sehr langer und unangenehmer Marsch entlang der Küste oder ein noch längerer und unangemessener Marsch nach Norden ins Niemandsland. Also nach Norden. Und somit die Marschländerregion. Kein Händler. Durch. Ist eine Tür verschlossen? Worum geht es? Verdächtig. Eine Schlammkrabbe. Darum geht es. Krabbenfleisch ist immer noch lecker. Recht. Jede Schlammkrabbe ist ein Ziel. Kein Händler. Okurs. Ein Okurs. Was ist denn ein Okurs? Ach, das ist dein... Ach so, das ist dein Name. Dieser Geruch neu ist. Fremdländer, irgendwie seid ihr in Laoda gelandet. Was heißt irgendwie? Das war geplant. Ihr seht aus wie ein Abenteurer. Erforscht ihr die Bitterküstregion? Nicht, dass es mich etwas angeht. Gibt es einen bestimmten Ort, nach dem ihr sucht, oder soll ich ein kleines Geheimnis mit euch teilen? Ja, ihr solltet mit allen fragen, bla bla bla. Reden kostet nichts. Und wenn man fragt, kann man viel erfahren. Super. Ich glaube, mit der gab es noch eine Quest irgendwo. Irgendeine ich habe nur wenig Zeit. Pettys Versteck. Hier gab es, glaube ich, Händler in diesem nicht ganz sehr auffälligen Falltür. Sag, das ist ihr Händler. Das sieht doch nach Händler aus, oder? Sieht vor allem nach Schmied aus. Händler? Händler! Ist ein Fetti oder wie? Nein. Schlanki. Warte mal, erstmal gucken, kann ich ein paar Tränke trauen, die ich hier an den Kopf werfen kann. Auf Dauer ist immer schön. Erstmal gucken, was kann ich alles mit den Quarma-Eiern brauen? Meine Liesen, du nicht. Oh. Nein. Kann man das und das nicht? Nein. Oh. Scampout und Wurzel. Das heißt, wir müssten mal in der nächsten Zeit Scampe abschlachten. Wenn wir... Ne? Lemmenhain aber dazu... Charisma entziehen. Ja, nein, ich will lieber die Wurzel. Netzschläger. Ach nö. Welche von euch war's, ne? Staubbeutel der Weide. Ah. Egal. Was kann ich dir andrehen? Nein. Nein. Wie viele Ausdauertränke?
Brauche ich überhaupt so viele? 5 Punkte kann ich dir verkaufen. Die sind schwer, die verkaufe ich dir mal. Alles für 17 Sekunden. Warum haben die dann unterschiedliche Preise und Gewichte? Ein bisschen strange. Ja. Na, da war ich nicht verkaufen. Was wollt ihr von mir? Nichts mehr. Weiter. Ich hab da noch einen Schmied. Da kann ich mir Sachen reparieren. Das hat immer geklappt. Ihr redet wahrlich zu viel. Ich bin Let's Player, ich darf das. Du bist Schmiedi. Schmiedi! You are not necessary for me. Also geh weg. Rosten? Ne. Ist hier unten was Interessantes? Oder bin ich dann dazu verdammt nicht mehr hochzukommen? Wow, Schlachterfisch. Oh, hab ich mir erworben. Atmung. Stürzen wir uns mal ins kühle Nass. Oh. Das ist ein Skelett. Kann man hier hochtauchen? Weiter. Was hast denn du Skelett bei dir? Wasserleiche. Eine Sonde! Kannst du nicht ein Dings dabei haben? Dietrich. Geheimversteck. Stahl! Wird das dem einen Händler da hinten? Aber was macht dann? Warum schwimmt er dann immer hier durch, um dann seine Sachen zu holen? Verstehe ich nicht. Ganz blöde nass. Habe ich Flossen? Hätte ich mir auch noch kaufen sollen. Ich glaube, wenn wir ihn bei Mora sehen, decke ich mich mal wieder mit Zauberern ein. Ich habe ja schon genug. Neue Zauber sind immer gut und... Ja. Ich
würde nicht sagen, du kommst da nicht wieder hoch. Es ist illegal, hochzukommen. Was machst du da oben? Deine Schuhe bewachen. Kiste. Reichtum ohne Grenzen. Ein Übermaß an Dieben. Sicherheit hat sich verbessert. Das ist cool. Warum kommst du mir nahe? Weil ich dir zu nahe komme, Rabbiner. Was tut ihr hier? Was kann Rabbiner für euch tun? Still sein. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Du machst eigenartige Sachen. Du Luftschweber, du. Relam Arinis. Ich grüße euch, Freund. Seid ihr an einem einfachen Auftrag interessiert? Ich sag euch was. Ich muss Vora Helas in Valmora diese Sklaven bringen, als Teil einer Zahlung. Das sollte für euch keine zu schwere Aufgabe sein. Ich muss nur ein paar unerledigte Geschäfte zwischen Vora, Helas und mir. Was? Achso, ich schulde ihm einen Batzen für ein Geschäft, das wir vor einiger Zeit abgeschlossen haben. Rabbiner hier sollte reichen, um meinen Teil des Geschäfts zu bezahlen. Doch noch einiges mehr. Man kann eine Menge Geld machen mit manchen von diesen Sklaven. Interessiert euch die Arbeit? Ja. Ausgezeichnet, ihr findet Helas in Valmora im Osten der Stadt. Sagt ihm einfach, dass Helam Antris euch schickt. Seht euch aber mit dieser Sklavin vor. Sie ist mehr wert, als ihr euch vorstellen könnt. Rabbiner hier mag nach nichts aussehen, aber es sind die inneren Werte, die zählen. Ihr versteht, was ich meine. Ja, dann komm mal mit, Rabbiner. So, du bist also viel wert, ne? Ich glaube nicht. Doch, sie ist wert. Voll. Und so jemand wie du versteht das nicht. Rabbiner Kätzchen, komm mal her. Kann ich dich hier irgendwie dazu verleiten, dich hinzustellen? Also, wenn ich schnell genug wieder da rein bin, dürfte sie nicht hinterherkommen. Das Kätzchen ist ja wertvoll wieder ein. Warum bist du hier? Okay, Kätzchen, dann. Bajit. Welche Dwemer-Artefakte? Ja, er leugnet das. Können wir dich irgendwie. Drohen und so? Von gewandert. Hat sich verbessert. Noch mehr Drohnen. Ich spotte dir. Ihr seid erbärmlich. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich muss das anders machen. Oh. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Knurr mich nicht an oder was auch immer du tust. Okay, so funktioniert nicht. Rabbiner, lass mich durch! Böses Kätzchen. Man konnte ihn eigentlich irgendwie dazu einverbringen, sich anzugreifen, aber wie ging das? Egal, ich weiß das. In dieser kleinen, schicken Truhe, die gesuchten Gegenstände sind, holen wir uns die auf die altmodische Weise, da wir sowieso schlecht im Schleichen sind, noch. Dieser ist nicht mehr. Doch. Rabbiner, warum sagst du, dieser ist nicht mehr? Kopfgeld haben wir bestimmt eine 500.000. 175. Sonst ist hier irgendeine Wache, die uns an die Wäsche will? Nein.